Cannabis ist auf jeden Fall auch im Hinblick auf härtere Drogen eine Einstiegsdroge. Und deshalb glaube ich nicht, dass mit der Geschichte jeder darf sich drei Cannabispflanzen in sein Schlafzimmer stellen oder dergleichen tatsächlich diese illegalen Drogengeschäfte weniger werden. Meine persönliche Erfahrung war da schon, dass das oft der Fall war, dass diese Illegalität, die bis jetzt da war, dass das so die letzte Hemmschwelle war. Immer wenn der Staat etwas erlaubt, setzt er wie ein offizielles Siegel auf diese verschiedene Substanz in dem Fall. Und damit hat es ja im Grunde genommen den Anschein, man kann es mal probieren, es kann ja schon nicht so schlimm sein, wenn der Staat es erlaubt.